Ja. Muss ich jetzt überhaupt hin? Ich habe jetzt die Quest Feindliche Übernahme an. Eigentlich müsste ich noch mal zu. Jetzt sollte ich mal auf die Karte gucken. Ja. Lorelei. Den Burger hier. Klasse. Bon Appetit. Fetten Dank, dass du Captain Rowe erledigt hast. Der Burger-geile Drecksack war schlimmer als Hämorrhoiden. Echt gut gemacht. Erst Kaffee, jetzt Burger. Die Grundpfeiler der Zivilisation. Wir bauen diese Stadt Stück für Stück wieder auf. Ja. Danke für deine Hilfe. Gerne. Ich glaube, ich sollte mal wieder Sachen verkaufen. Hör schon auf zu sterben und kauf einen besseren Schild. Ja, ich muss wieder sortieren. Du kannst weg. Du kannst weg. Wir grünen sind da. Wann kann ich die eigentlich einsetzen? Sei es drum. Unter 20 mache ich hier nichts mehr. Gut, dass ihr das auch so seht. 270 gegen 240. Eigentlich könnte ich mir den nochmal gönnen. Andererseits hat der... Die Resistenz gegen Biogefahr. Ich finde es seltsam, dass ich die hier nicht einsetzen kann. Aber hier ist auch noch das Feld gesperrt. Egal. So, ich habe eine Pistole mit 26. Das ist eine Pistole mit 20. Magnetisiere eine Treckerscheibe am nächsten Feind. Ein Projektil peilen das Ziel 8 Sekunden lang an. Hätte einen Vorteil, ja. Aber die 29 sind, glaube ich, mehr als die ich da habe, ne? Ja. Dann die auch weg. Dann auch weg. Die hat einen schönen Schaden und es gibt einen Querschläger auf den nächsten Feind. Du hast auch Querschläger. Nimm ich den mit. Und die kann auch weg. Die behalte ich noch. Behalte ich noch. Raketenwerfer mag ich nicht. Die behalte ich auch, wer weiß, was ich sie brauche. Und teleportieren zum Ziel ist uncool. Und die beiden können, die gehen auch weg. Dann. Du brauchst eine Diagnose? Dann ab zu einem echten Arzt. Bei mir gibt's nur Heilung. Nehme ich mir das mit. Allein ist gefährlich da draußen. Mission aufladen. Den wollte ich austauschen. Und hier gibt's auch Gardens. Ja. Sniper mit 52x2, 12x7. 16, 43. 45 sind nur Sniper, die 20 sind auch zu wenig. Ich bin sicher, wir treffen uns schon bald. Ich auch, ja.
So, die Karte sagt mir, ich muss da hinten hin. Dann nehme ich mein Motorrad. Jetzt biege ich am besten hier links ab? Nein, da rechts ab. Gebe dann hier links wieder Gas und muss ich ja jetzt hier nach rechts. Ich habe wieder platt gemacht, weil es geht. Und jetzt muss ich gerade ausweichen. Rees Agent scheint am Handelsplatz zu sein. Maliwan hat ein Waffenlager im Einkaufszentrum. Und ich verwette meinen Arsch darauf, dass er es darauf abgesehen hat. Okay, dann muss ich jetzt hier wieder zu Fuß laufen, ja? Und werde schon beschossen. Hierüber, ihr Hackfressen! Danke, nächster! Ich geb gleich um. Wird das hier rot? Aber was ist das? Mit deinen Medaillen begraben wir dich, ja? Den begraben wir nicht mit den Medaillen, er hat nicht nachgefragt. Dieses Waffenlager ist ein gutes Ziel, aber es ist von einem undurchdringlichen Sicherheitskraftfeld umgeben. Wenn du das irgendwie knacken kannst, finden wir da drin 1A Feuerkraft. Das wäre gut, glaube ich. Und ich loote erstmal das. Oh, ihr werdet sterben! Chef von zur Gesundheit wieder her. Den nehme ich mit.
Soldat. Wer ist denn hinter mir gelandet? Mehr hilft mich um die Ecke noch einer, ja? Erinnert euch an meinen Namen, er lautet Orr. Nice, danke. Kammertypen sind verdammt harte Nüsse. Ein Audiotipp. Hi, willkommen bei Keine Brühe für die Gottlosen. Ich bin Lorelei. Was darf ich dir heute bringen? Oh, du bringst mich in Verlegenheit. So viele verschiedene Rüstungen. Was ist deine Lieblingssorte? Oh, du musst unbedingt den arcturianischen Superschwarz probieren. Das ist das Beste auf der ganzen weiten Welt. Dann nehme ich einen davon. 8 Würfel Zucker, bitte. Lorelei, ich muss dich was fragen. Du bist immer so fröhlich. Wie hältst du das den ganzen Tag durch? Oh, da spricht nur das Koffein aus mir. Ohne bin ich der reinste Albtraum. Wir wurden mal morgens überfallen, bevor ich meine erste Tasse hatte. Ich habe den Typen mit einem Espresso-Löffel erstochen. Hier, dein Kaffee. Ach. Sympathisch. Das ist ja schrecklich. Danke für den hier. Hallo, du bist bekannt. Hallo, Zero. Bekannt aus Teil 2, glaube ich. Oder aus Pre-Sequel. Ich weiß nicht mehr. Ich habe ihn nie gespielt, ich finde ihn aber cool. Hi, Kammerjäger. Maliwans Tag wird versaut. Die Mission beginnt. Okay. Ein einsilbiger Ninja. Ich mag ihn. Das ist Zero. Er war einmal ein Crimson Raider, genau wie du. Ich hatte mich schon gefragt, wo er abgeblieben ist. Er war schon immer etwas kryptisch, aber tödlich. Die Besitzer sind schon weg. Schalte sie jetzt aus. Okay, gemacht. Voll aufs Fressbrett! War das zu viel für dich? Du liebe Güte! Ich brenne! Melde mich ab! Bringen wir den Kampf zu Ihnen! Ja, war klar. Kaboom!
Den Schild ausschalten. Da. Das Kraftfeld ist deaktiviert. Super, jetzt brauchen wir uns nur noch im Waffenlager zu bedienen. Sind das Atlas-Dropships? Negativ. Wann dann? Sie sauer. Der Gegenangriff kommt gleich. Mali One Penner. Schöne letzte Worte. Ich hab dich gefressen. Okay, ich sehe gerade nicht, wo die anderen sind. Okay, hier ist einer. Boom. Da ist einer. Okay, der war erledigt. Alle Gesicht. Wer auf der falschen Seite steht, stirbt. Und was ist unser Ziel? Mein Schwert braucht Upgrades. Neue Mali-Worn-Technik. Durchsuch das Lager. Mach ich. Und hol mir erst Munition hier. Hätte ich jetzt gestreamt, gibt's noch Bonus für alle Zuschauer. Eventuell.
den mit hast. Toll. Na toll. Hier gibt's überall Waffen. Okay, fast überall. Jetzt. Ich muss länger drücken, um die fallen zu lassen. Mein Angebot steht noch. Es ist noch nicht zu spät, um für Mali One zu arbeiten. Und du musst der Kammerjäger sein, vor dem Tyree mich gewarnt hat. Ich habe für dich keine Zeit. Dann lasse ich lieber meine überlegenen Streitkräfte sprechen. Tagawa ist der Hauptfusionsleiter. Jetzt bei Mali One. Der Typ ist ein Arsch. Voll besessen von Reese. Ganz schön unheimlich. Das Upgrade lässt mich Mali-One-Schilde schneiden. Tritt zurück und schau. Oh, ich schau dir zu. Oh. Get you right. Uns hält nichts mehr auf. Schalte das Gigahirn aus. Das ist der Auftrag. Was ist ein Gigahirn und wie kann ich es töten? Mali One KI. Sie hält die Geheimnisse. Ein echt geiles Ziel. Wenn wir das Gigahirn plätten, haben wir also Zugriff auf ihre gesamte strategische Datenbank? Das ist ja der Plan. Treffpunkt Halcyon Raumhafen. Und die Jagd beginnt. Und tschüss. Ah. Warum blitzt er so? Oder wo kommen die Blitze her? Du hast dir die falsche Frau ausgesucht. Okay, Catch Ride statt da. Ja, komm. Töte eine mit einer Fahrzeug mit Tötenwaffe. Da hinten, also einfach geradeaus, wahrscheinlich rechts und dann links. Klar, hier geht's nicht weiter. Also das wird keine feindliche Übernahme bleiben. Atlas und Mali One befinden sich in Verhandlungen. Reese kapiert es nicht. Aber am Ende werden wir eine riesengroße, glückliche Familie sein. Nur ein kleiner Fisch, Kammerjäger. Meiner Zeit nicht würdig. Aber da vorne ist eine Mission und ich muss zurück. Das wird sich ändern, wenn du Hand an das Gigahirn legst. Wenn du unter den Füßen von Giganten spielst, wirst du zerquetschen. Ja. Ja. Kammerjäger, da ist dieser Typ.
Quinn, einen Wissenschaftler, der uns schicke Nerd-Technologie schuldet. Schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Finde raus, ob er noch lebt, ja? Ja. Tot oder lebendig, ich brauche auf jeden Fall die Digistruck-Pläne für dieses Knock-Hack-Ding, an dem er gearbeitet hat. Diese kleinen Bastarde könnten uns echt weiterhelfen. Ja. Ahne schon. Gigahirn ist hier. Der Widerstand wird heftig. Der Teil macht mir Spaß. Gigahirn und dann die andere Sache. Dies ist dein Testkampf. Beweise dein Kampfgeschick. Ich sehe dir zu. Jo. Okay. Ja, ein kleiner Hommage an, wie ist das Ding noch? BioShock? Erinnert mich ein bisschen an diese Zeichen, diesen Stil, der wir haben. Okay, jetzt kommt. Cool aus, ja. Giga mal. Lusche. Auch nicht kann. Das ging überraschend erfolgreich. Darin werden nur just erstellte Daten sein. Und Gedanken im Tode.
Ein Hirn festhalten. Cool. Schick Reese die Daten von unserer Basis aus. Ich muss mehr töten. Oh, du verdienst diesen Namen. Da macht ihr Spaß. Komm mal. Wow! Du hast meinem Gigahirn das Hirn weggepustet. Unter Füßen bist du nicht zufrieden, was? Schon klar. Mein Vater sagte einmal, ich sei an 12. Stelle, um das Unternehmen zu leiten. Also habe ich unseren Stammbaum mit 11 Schnitten zurechtgestutzt und jetzt bin ich an der Reihe. Bist du da drauf? Denk darüber nach. Jetzt, wo du mir in die Quere gekommen bist. Gibt's hier irgendwo Orte, wo ich verkaufen kann? Wahrscheinlich sollte ich sowieso erstmal gucken, was ich alles habe und was ich wegschmeißen kann. F2 eine Pistole. Wir haben immer noch die 39. Kann die weg. 45 ist mal eine Hausnummer. Kann die weg. 24 ist zu wenig. Blau und zu wenig. Die behalte ich aus irgendeinem Grund noch. Auch. Kann weg. Raketenwerfer mag ich nicht. Eigentlich mag ich Sniper auch nicht. Die kann weg, die kann weg. 198 ist zu wenig. 270 ist eigentlich eine Menge. Ich habe 295. 170, 299. Was war das jetzt eigentlich mit dem Heilungsding? Bei erlittenen Schaden gibt es eine Chance von 20%, dass eine Gesundheitsladung erscheint. Okay. Hat sie auch. Das finde ich gut. Nicht so. Drei Sachen. Die hat auch drei. Verlangsdoktrin kampflustig. Und hat mehr Geschwindigkeiten für zwei Sachen. Okay, dann lasse ich die beiden noch. Und. Dann weg. Muss ich nur noch einen Shop finden? Okay, ist doch kein Shop, das war nur. Ach ja, hier gibt's ja Kaffee. Hier haben wir noch nicht rein, ne? Da ist mein Motorrad. Alle Sätze, die man im Verkehr sagt. Willkommen zurück, Kammerjäger. Moment, warum miefst du nach Hirn und durchgebrannten Kabeln? Ach, weißt du was, ich will es gar nicht wissen. Melde dich bei Reese und sag ihm, dass die Sache erledigt ist. Holy crap. Ja, das kommt ja nicht. Vielleicht solltest du das Ding waschen. Hey, ja, danke. Ich wollte hier doch was von wegschmeißen. Den da? Okay. Willkommen bei Dr. Sitz. Mods und Medikamente. Was sollte ich machen? Achso. Hey, Kammerjäger. Hast du die Daten aus dem Gigahirn? Ja. Her damit.
Und dann hilfst du uns, die Kammer zu finden, richtig? Was das angeht, ich habe mit diesem Invasionskram wahnsinnig viel zu tun. Die Kammer ist ein andermal dran. Ich muss mich um mein Unternehmen kümmern. Ja. Okay, wenn du das Hirn nicht brauchst, kann ich es auch einfach wegwerfen. Warte. Okay. Na schön. Ich habe Atlas quasi aus dem Nichts aufgebaut. Und das lasse ich mir von Maliwan nicht nehmen. Ich schwöre bei der Zukunft dieses Unternehmens, dass ich helfen werde, die Kammer zu finden und zu öffnen. Das ist ein Wortkiller. Gib dem Mann, was er braucht. Ich habe noch nie erlebt, dass Reese sich so bindet. Ja, habe ich doch das Gefühl. Das Hologramm kann euch hören. Und Holo Reese hat auch Gefühle. Oh Mann, der Typ hatte da oben einfach alles parat. Truppenbewegungen, Versorgungslinien, Aufklärungsdaten. Sieht aus, als würde Maliwan selbst nach Fragmenten des Kammerschlüssels suchen. Und sie haben eine Spur. Ein Planet namens Athenas? Athenas? Perfekt. Kammerjäger, komm auf die Sanctuary. Gut gemacht. Gleich, ich hab hier noch was vor. Reese, Ende. Okay, du hast also mitbekommen, wie ein Konzern von einem viel größeren und cooleren Konzern eingestampft wird. Und dachtest dir, ich schließe mich mal dem Versager-Team an? Komm schon, da musst du dran arbeiten, Superfan. Der ganze Streit um die Kammern hat ordentlich Aufmerksamkeit erregt. Aber langsam wird er fad. Vor allem, wenn du stirbst. Also, versuch weiterzumachen. Wie wäre es mit besseren Verbündeten? Nur so ein Vorschlag. Wir sehen uns. Ja, bis später.